Welch erfolgreiche Nacht. Na, heute mal kein Geschäft. Noch habe ich kein Verlangen danach. Erst wenn's Bläschen drückt. Das Schiff ist noch da. Der Rest auch. Guten Morgen, Commander. Wir haben Ihren Bericht erhalten. Sehr merkwürdig, dass der Bergbauroboter einfach so seinen Betrieb einstellte, obwohl er unbeschädigt war. Ja. Passiert. News. Die Alpha Centauri Forschungsanlage wurde von der IDF entdeckt. Die Second Strike Force hat eine feindliche Invasionsflotte abfangen und zerstören können. Naja. Dabei wurde bestätigt, dass sich der berühmte Lord Klang wieder seinen Dienst aufgenommen hat. Deswegen besondere Vorsicht vor diesen Terroristen. Es könnte unvorhergesehene Explosionen und Schäden bei ihnen auftreten. News Ende. Und ich wüsste jetzt spontan nicht, was bei mir in die Luft fliegen soll. Ihre Befehle. Bereiten Sie alles für das Eintreffen des automatisierten Frachters vor. Docken Sie den Bergbauroboter an, den Frachter. Am oberen Verbinder des Frachters haben wir ein neues Spielzeug für Sie angedockt. Weitere Befehle folgen demnächst. Jack Foster, General Major, 3. Flotte. Spielzeug für mich, vielleicht mal ein Kampfjäger. Ich habe hier fast nichts zur Selbstverteidigung. So, was haben wir? Meine Mücke. Ja, die Memphis Belle, die ist ja zusammen Frachter und kein Kampfschiff. Meine zwei Mining-Schiffe. Etwas für die persönliche Selbstverteidigung wäre dann schon cool. Bereiten Sie alles vorher. Was soll ich denn alles vorbereiten? Gibt ja nicht viel. Das sind auch so schlaue Helden. Aus, 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 aus. Ja, Eintreffen des Frachters. Warten wir. Vielleicht soll ich mal zwischendurch mal wieder meinen gehen. So viele Ressourcen habe ich dann auch wieder nehmen. Wie schaut es denn überhaupt aus? Woran? Jetzt haben wir noch ein bisschen. Und eine Handvoll Munition. Wie gesagt, ein Jäger wäre cool. Oh, da kommt was. Das ist Bunker, Heavy Long Range Howler. Okay.
Auch nicht gerade die schnellste. Scheint langsamer zu werden. Vielleicht mal entgegenfliegen. Dauert der Spaß nicht so lang. Ich weiß ja nicht, wo der anhält. Na, wird langsamer. Die Hydrogentriebwerke werde ich jetzt nicht dazu zünden, sonst schieße ich wahrscheinlich wieder am Ziel vorbei. Der lässt sich Zeit, mein Gott. Hältst du auch mal an? Im oberen Verbinder befindet sich eine Überraschung für Sie. Ja, da wollen wir uns die mal anschauen. Ne? Ich habe da schon was gesichtet. Oh.
Noch ein Mining-Schiff, weil ich ja noch nicht genug hab. Sieht deaktiviert aus. Beschleunigt die Kiste pervers geil. Ich habe hier keinen Uran gehabt, stimmt ja. Das müsste ich mal so. Na, oh, funktioniert zumindest. Oh, wo bin ich denn jetzt hängen geblieben? Wendig wie Sau. Umsteigen. So süßer. Du machst jetzt Platz frei für mein neues Spielzeug. Ich mag es nicht, wenn Sachen schippt in der Gegend rumhänge. So, einmal andocken, Triebwerke aus, Strom sparen. Eine Kamera nach unten gibt es nicht. Naja. Aus Eis. Dann behalte ich erstmal eine Tasche. Oder? Ja,
die Tanks voll. Ja, so viel war da nicht mehr drin. Verdammt. Muss ich mir da nochmal ein Eis-Asteroiden irgendwo rauspuppeln? Ja, hatte ich. Ist das? Ja gut, hier hatte ich ja schon fast alles runtergekratzt. Ja, der da hinten. Das war ein bisschen längerer Weg. Wollen wir die Möhre mal an dem Frachter klatschen? Ein Triebwerk da. Da hat man das Gefühl, dass gar nichts passiert. So. Natürlich übers Ziel hinausgeschossen. Antenne wollte ich nicht unbedingt abreißen. Noch irgendwas anfangen reparieren zu müssen. Schleif, 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 schleif. Jetzt. Sechs. So. Anderen aus, aus. Was könnten wir jetzt alles ausschalten? Das Licht ist aus, das ist aus. Das ist aus, den Reaktor kann man abschalten. Ja. Und der Sensor verbraucht jetzt nicht so viel Energie. Nö, das war's. Türen verschließen. Automatisierter Frachter so funktioniert. Ob jemand an Bord ist. Ja, Sauerstoff gibt's schon mal. Hey. Keine Knöpfe belegt. Angebot. Cargoport. Okay. Oh. Systemstatus, Antrieb, Automatik, Navigation, Automatik, Kommunikation, Standby, Life Support, Störung. Jump Drive auf Automatik, Gravitationsstörung, Türenstörung, Hauptcomputer, automatischer Ablauf. Zahlreiche Systeme sind durch die Automatisierung deaktiviert oder Standby. So wie die Tür. Keiner drin. Wollen wir uns mal hier selbst bedienen? Was da ist, ist da. Oh. Leichte Beschleunigung des Schiffs, der schon auf Automatik geht. Autokurs. Oh, stören kann ich nicht.
wieder so eine gemietete Kiste. Ein Gyro deaktiviert. Oh, da kann man rein. Ja, manchmal seine Neugierde befriedigen zwei große Reaktoren, Batterien, Hydrogentank, Sauerstofftank, Sauerstofftank. Ziemlich viele Sauerstofftanks, die auch noch halbwegs voll sind. Also ein bisschen Platz. Ja, auf jeden Fall sehr interessantes Schiffsdesign. Bisschen sparsam. Nee, da gehe ich nicht raus. Verbrenne ich mit dem Pelz. Wahrscheinlich für schnelle Fluchtmanöver. Große Hydrogentriebwerke, atmosphärische Triebwerke. Sogar große. Also ist er auch planetenlandungsfähig. Gehe ich mal davon aus. Ja, doch. Landungsfähig, aber auch startfähig, eine Handvoll Hydrogentriebwerke für Aufwärtsschub. Ob das reicht? Naja. Ein sehr geiles Gerät, nettes Design. Vor allem verdammt manövrierfähig. Na, ups. War ich das? Stopp. Ja, ich war das. Nicht so leicht im Leerlauf. Na, theoretisch. Die Bohrköpfe weg. Vielleicht noch ein bisschen mehr Panzerung außenrum drum. Ein paar Gatlings, ein paar Raketenwerfer. Fernsteuerung. Und schon wäre es ein schönes, schnelles, agiles Kampfschiffchen. Das war die 8. Licht aus, sonst blendet's. Hatte ich meine Tagesaufgabe erfüllt gehabt. Was will ich denn jetzt hier noch groß? Die Tage mal losfahren und Eismeinern. Auch ein bisschen Munition herstellen. Oh! Munition herstellen. Was macht der dann für komische Manöver? Weißt du wohin? Ah, jetzt gibt er Gas. Aber wie er Gas gibt. Tschüss, Frachter. Seit langem mal wieder Besuch. Auch wenn keiner mit dir spricht. Naja. Aufgabe erledigt. Ich würde sagen, ich mache mir noch was zu futtern. Leg mich noch mal eine Weile in die Kuhe. Und gehen wir mal ein bisschen Eis meinen.
ich. Oran geht langsam zur Neige, muss mich auch mal auf den Weg machen. Sonst geht mir der Saft aus, dann liege ich auf dem Trocknen. Jetzt im Sauerstoffgenerator. Okay. Fertig schreiben. Noch von 29 Tage habe ich Saft auf der Kiste. Na gut. Schauen wir mal.